wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja, dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geisterjäger, Kies und Kreis, die wissen, wie das geht. Den Todesstrahl aufs Genital, ja, dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst dein Hoden platzt. Das ist so bescheuert. Folgende Sendung Geisterjäger wird Ihnen präsentiert von Kreis Industries Hosentaschen-Fulu zum Aktivitäten provozieren. Wow, was Neues von Kreis Industries? Den Hosentaschen-Fulu. Damit kann ich Aktivitäten bei Pater Johnson provozieren. Einfach mir auf die Stirn kleben, indem ich es anfeuchte. Und schon kann er gar nicht widerstehen. Pater Johnson! Ja, hier drüben bin ich. Hosentaschen-Fulu von Kreis Industries. Okay, braucht man sowas, eine Hosentaschen-Fulu? Ja, klar. Und wir haben den sogar in verschiedenen Geschmacks- und Duftrichtungen. Also, der kann wirklich viel, ne? Und hat er den jetzt irgendwie abgeleckt und sich auf die Stirn gebappt? Ja, das ist ja einfach so ein Straßenfulu, weißt du, der irgendwie nach alten Philly-Cheese-Steak-Fulus riecht. Philly-Cheese-Fulus. Guck mal, ob der Geist alleine spricht oder nur in Gesellschaft. Na ja, das vergessen wir immer, ne? Selbst wenn jemand neben dir ist. Dorothy, Alter. Die alte Dottie. Die Dottie Vaughn. Dottie Vaughn Spawn. So, schauen wir mal, nehmen wir das mal alles mit. Wo sind wir denn hier? Ach, da. In der alten Chylon Street wieder. Ja, in der alten Chylon Street. Chylon. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Oh, Mary hat gebluddet. Ja, das kommt öfter vor. Ich schätze so ungefähr alle 4 Wochen. Smile. Ich schmeil. Oben ist der Wudepup. Der kleine Wudepup. Die blutige Maria. Frage ist, ist hier auch irgendwo Flüssigkeit oder so? Hat hier irgendjemand rumgejizzt? Gibt es hier diverse Flüssigkeiten? Ich gucke halt mit dem Jizzglas, ne? Limbo. Limbo. Show yourself, Ghost. Can you talk? What's your name? Can you talk to me? Do you like big boots? And you cannot lie. The other brothers can't deny. Where are you? Oh, was war das? Alter, hier ist einer durchs Zimmer gerannt. Sah echt panisch aus. Straight zum Kühlschrank, ne? Are you here? Show yourself. Hier hatten wir schon mal so Probleme, ne? Ja, hier war schon mal sehr verschreit, der Geist. In der Chylon Street sind alle ein bisschen schüchterner. Ja. Oh, warst du das mit der Tür? Ja. Lust. Aber so ein Teenager-Body. So ein zerstückelter. Das mögen die Leute. Smells like teen spirit. Smells like Teen-Stückel. Teenager-Gulasch. Teenage-McNuggets, ne? Das Mörder-Restaurant. McMurder. Bei McMurder. Bei McMurder. Habe ich mir so ein Happy Slice Meal geholt. Teenage Nuggets. Mit Blood Barbecue Sauce. The Big Hack.
Where are you? Ich hab nichts, gar nichts. Hier gibt's keinen Geist. Nee, gibt's auch keinen. Wir sollten wieder gehen. Ein altes Sneeze-Burger können wir noch mitnehmen, aber... Was war das? Genießt. Hier! Ich hab was! Vier! Oh! Oh Gott! Was ist denn hier los? Da hängt eine Babypuppe! Oh Gott! Oh. War das Sika? Hier oben ist vier. Ja, ja, fünf, fünf. Was ist das? What's your name? Where are you? Can you talk? Auf jeden Fall 5. 5, schon wieder 5. Es ist Impfel 5. Also hier so Flur 5, oder? Where are you? Do you need help? Ah, der ist auf jeden Fall hier oben. Oh, jetzt hat er hier die Tür zugemacht. Boah, da drin ist aber ganz schön spooky-dooky, ja, ne? Boah, spooky-dooky und einen Handabdruck haben wir. Und auch noch eine Fettpfote. Alter, auf einmal sind hier überall Kerzen und Vorhänge und... Jetzt macht das romantisch für dich. Der alte Besteiger. Boah, der geht hart auf 5 Basis. Der geht hart auf 5. Auf 5 besteigen. 5 Besteiger-Basis. Hab ich mal einen Film gesehen, da war... Auch so eine Situation mit vielen Besteigern. Manifest! Manifest! Manifestier, der Geist! Achso, Box kann es gar nicht mehr sein, ne? Oh, der hat da hinten irgendwas geworfen. Alter, irgendwie so ein Bug-Deo oder sowas. Hast du die Leinwand dabei gehabt? Ja. Manifest. Was war das jetzt? Schmeißt halt hier alles mögliche durch die Gegend. Lampe der umgeschmissen. Alter! Schmeckto! Schmecktoplasma. Schmecktolaster? Ja, Schmecktoplasma. Das ist Varif. Der junge Varif vom Telekommunikationsladen. Mein Name ist Peter. Ich bin von Microsoft Support. Bestätigen. Klassischer Varif. Verwende das Ektoplasma-Glas, um Todeszeitpunkt des Geistes zu finden. Lies die verlorene Notiz, sammle Geisterkugeln. Was war denn nochmal die verlorene Notiz? Boah, hatten wir die überhaupt schon mal, die verlorene Notiz? Weiß ich nicht. Oh, Geisterbubbel. Boah, die sind aber groß geworden, die Bubbeln, du. Jo, wie finden wir jetzt die Uhrzeit? Wie sieht denn das aus? Ich hab's noch mit nie gesehen. Mit dem Looking Glass an der Wand zahlen. Zwei Kugeln habe ich. Hab alle Geisterkugeln. Okay. Schön, ja, komische Musik. Schön geballcatchert. Oh, was war das? Ich hab nichts gesehen. Shenua Tür geöffnet. Shenua Tür knüffnet. Knüfft. Ja, du hast den Todeszeitpunkt gefunden. Hab ich? Ja. Okay. Ist der wichtig, weil ich hab nicht gesehen. Das ist abgehakt, also. Na gut, dann. Jetzt machen wir aber noch diese Tiz. Wo könnte die denn sein? Unten irgendwo in der Don de Esther? Weiß ich nicht. Ist halt die Frage, blinkt die dann auch oder so? Das weiß ich nicht. Liebes Geistertagebuch. Heute kamen zwei merkwürdige Oh, ich hab sie gefunden.
Victoria träumte seit Monaten von ihrem Hochzeitstag. Sie hatte alles, was sie sich wünschte. Ein wunderschönes Kleid, eine traumhafte Location und vor allem einen Mann, der sogar noch lebte. Glaubte sie zumindest. Sie hatte keine Ahnung, dass ihr perfekter Tag in einen Albtraum enden würde. Victorias Ehemann war ein Mann, der von Eifersucht und Besitzanspruch getrieben war. Je näher der Hochzeitstag rückte, desto intensiver wurde seine Paranoia. Er überzeugte sich selbst, dass Victoria sich mit jemand anderem traf und vorhatte, ihn zu verlassen. In der Nacht ihrer Flitterwochen brachte er sie zu einem verlassenen Haus, das einst einem Freund gehörte, den er einst kannte. Er überzeugte sie, dass es ein romantischer Kurzurlaub werden würde. Nur sie beide, ganz allein in dem verlassenen Haus. Aber sobald sie ankam, merkte Victoria, dass etwas nicht stimmte. Ihr Mann benahm sich seltsam, fast so, als wäre er eine andere Person. Plötzlich griff er sie an. Seine Eifersucht und Wut kochte. Victoria wehrte sich, aber sie war ihm nicht gewachsen. Er würgte sie mit der Spitze ihres eigenen Hochzeitkleides und ließ ihren leblosen Körper auf dem Bett des verlassenen Hauses zurück. Jahrelang blieb das Haus verlassen, ein Ort des Todes und der Verzweiflung. Das verlassene Haus wurde zum Ort unerklärlicher Phänomene. Die Einheimischen hörten die Stimme einer Frau, die mal weinte, mal lachte, mal schrie. Sie sah eine schaurige Erscheinung in einem Hochzeitskleid, die umherirrte. Erst nach vielen Jahren wagte sich jemand in das Haus und entdeckte Victorias Hochzeitskleid, das im Hauptschlafzimmer sorgfältig derapiert war. Ihr Mann hatte es nicht übers Herz gebracht, es zu vernichten, und so blieb sie dort als quälende Erinnerung an seine Tat. Es ist nun der Schauplatz, geht ewig, eines unheimlichen Spuks. Victoria, deren Seele an ihr Hochzeitskleid gekettet ist, sinnt auf Rache an ihren Mörder. Doch in ihrem Herzen bewahrt sie immer noch einen Funken Liebe und Sehnsucht nach dem Mann, den sie einst zu kennen glaubte. Ihr Wunsch nach einem glücklichen Eheleben ist tief in ihrem Inneren verborgen und drückt von ihrer Wut, von ihrem Schmerz. Nur wenn sie Frieden findet, kann sie endlich loslassen. Ende. Ja, jetzt? Jetzt, aber das Problem hat sich gelöst. Wir müssen jetzt die Uhrzeit ihres Todes einstellen. Und, hast du gefunden? Auf den Uhren, ja, hab's gefunden. 6:10 Uhr. Also 6:10 Uhr. Allerdings weiß ich nicht, welche Uhren die meinen. Hier unten sind Uhren. 6:10 Uhr. Dreh ich denn das Ding? Ah, so. Wie sehen die denn aus, diese Uhren? So eine Wanduhr ist das. Hab ich so unten im Keller? Ja. Da war eine. So ein Bäcker, aber der geht nicht. Auf jeden Fall eine Wanduhr war das. Hab noch eine gefunden. Wie viele müssen das denn sein? Drei Stück, denke ich mal, ne? Es sind immer drei. Magischen drei. Die magischen drei Uhren. Magischen drei Uhuren. Magische drei Uhuren vom Hafenbecken. Unten am Hafenbecken trafen sie sich, um Männer zu beglücken. Oh. Was jetzt? Ist da unten die Tür aufgegangen? Was hat so nach Gitter sich angehört? Weiß ich nicht. Nee. Was kommt als nächstes? Das war's. Ach, das war's schon. Einfach so ein bisschen an der Uhr rumspielen, ein bisschen bimmel bimmel und die sagen so, ja. Ja, Glocken magst du nicht. Oder ja, das war irgendwie so ein Dings hier, sah aus wie. Weiß ich nicht. Ein alter Glatzenghul halt, ne? Alter, der Poolwart, der immer die Bleiche reinschütten muss. Bleichenjunge war das. Der Bleichboy. Der Bleichbleachbube. Der Bleachbube. Oh, da war 65 Bleachdollar. Ja. Ja, war rief der alte Bleacher.
Der alte Bleacher war Rief. War Rief, die alte Bleichseuche. So, schnell reindippen. Haben wir auch ein Thermometer? Ne. Soll ich noch eins kaufen? Ja. Ja. Bleachy didi doodly doo. Bleach didi, Alter. Bleach didi. Alte Bleach didi. Selbst wenn jemand neben dir ist, wird er dir antworten. Saba Miller ist da drin. Black Saba Miller. Oh. Aber hier, Didi, ey, den können ja auch Gitterstäbe nicht aufhalten. Der schmiert sich einfach so. 768.000 Dildos hat man doch in seinem Anwesen gefunden. Ja, irgendwie so. Nee, Didi Freakout ist legendary. Boah, ich hab mir erstmal schöne Tür ins Gesicht geschlagen. Gib uns Zeichen! Wo bist du? Könnte man hier nicht auch was sehen? Exit! Wenn man hier nach da hinten guckt? Nee. Kann man hier rein? Ja. Hier konnte man, glaube ich, was sehen. Komm mal her. Bist war hier du? Nicht auch was mit Call Me oder so? Ja, stimmt. Komm mal her. Wenn man da so reinguckt, ne? Ja. Crazy! Ja, genau den haben wir da gesucht. Bleach Diddy. Die weiße Version. Gott. Hier kann man auch irgendwie. Row. Roberto. Row. Hier ist irgendwie dieses Silent Hill Loch. Ja. Ja, das Silent Loch. Ja, das Silent Hole. For Glory und Glückseligkeit. For the Glorious. Aber gebleept hat noch nichts, ne? Nee, aber die haben das auch irgendwie durch die Updates haben die mehr Schallbleep. Wird nicht mehr sofort losgebleept wie früher. Nach oben oder nach unten gegangen? Ich bin unten. Nach oben gibt's gar nicht richtig. Ja, doch. Ja? Hier ist jetzt eine Tür aufgegangen. Warst du das? Nee. Oh, und hier fliegen Sachen rum. Gläser und so. Also schon brutal, was hier drei, abgeht. 3, 4. What's your name? Redet. Krustowski hat er gesagt. Zucker Krustowski. Geisterbox. Könnte wieder ein Giuseppe sein. Oder ein Guillermo. Guillermo, Alter. Oh, ich guck hast mal, wie hier so ein. Hier, das war er. Was war er? Ja, hier da rumgetackert. Nee, leuchtet aber nix, ne? War nur so ein Viererschmalz. Nee, can you speak? Hat er auch was geworfen. Die liegen irgendwie so auch. Richtig aggressiv. Die liegen Globulis. Ich glaube, er hasst Naturheilkunde und Pseudomagie. Magst du nur westliche Medizin? Magie-Medizin. Do you like to answer? Do you need help? Kein Freund von Placebo. Can you speak?
Where are you, Ghost? What's your name? Warte mal, ich lass das mal hier liegen. Ich lass einfach alles hier liegen. Kann man ja immer mal doch gebrauchen. What's your name? Bam, 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 bam. Das ist ja hier gar nicht mehr. Wandern die? Ja, eigentlich nicht. Da ist er wieder. Also es wäre doch recht ungewöhnlich. What's your name? Hello, my friend. Do you need help? Er hat gesagt, please don't talk. Sag mal lieber nix, du. Sag mal lieber nix, hä? Spielst du dir ein? Walla. Walla, ich küsse deinen Schambereich. Der Frankenwaller. Der Frankenwaller. Das ist der Wallachai. Boah! Seine Großmutter war ein Wallach. Alter, das EKG ist hier explodiert. Wow! 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 Hier geht's richtig ab. Hier ist so ein kleiner Gorbnik mit Hörnern. Ein kleiner Gorbnik mit Hörnern. was nehme ich jetzt mit? Dieses komische Manifestierding? Staffelei und Manifestierding, beides. Aber dann kann ich kein Thermometer mehr, das lege ich dann hier hin. So. Haben keinen Mund. Ja, kann auch ohne Mund kalt sein. Kaltmund. Reiner Kaltmund. Reiner Kalkmund? Reiner Reimann Kalkmund. Er macht ja richtig. Ja, aber jetzt erst wo du alleine bist. Vielleicht ist es auch so ein Zeichen. Er macht richtig. Ist der Aktion, macht er hier. Also richtig 2-1. Are you angry? 2-1. Das war, glaube ich, mein erster Film. Wie geht's nochmal nach oben? Hier, da. Do you like Pommes? Do you need help? French fries? Please never talk to me, sagt er. Ja, stell hier das hin, hier ist er. Hier macht er am meisten. Le Action. Manifest. Show yourself. Manifest. Manifest. Eben ist gerade das Ultraschallgerät hier drüben explodiert. Manifest. Manifest. Gar nichts. Scheierler Geist. Ich geh mal raus. Hm. Kannst du ja dich mit ihm anfreunden? Alter, jetzt schiebt er Pakete rum. Boah, jetzt hat er mir aber gerade auch so ein Spooky Vision. Alter, jetzt dreht er durch hier. Show yourself. Manifest. Manifest. Feier mit uns Manifest. Das Manifest. Das. Mit Manifest macht das Kochen Spaß. Show yourself. Where are you? Paint a painting. Do something. Do something. I'm do something. I'm the German. Paint the painting, don't throw Sachen. Warte mal, wir können doch so ein Fuba nehmen, oder wie das heißt. Die aktivieren doch die Geisteraktivität. Jetzt hat er irgendwas gesungen. Aus dem Stadel, hä? Aus dem Stadel gesungen, hey. Ich geh mal raus. Nee, warte, du bist auch noch über 90. Also alles gut bei dir. Achso, okay. Ich hol mal einen Fuba. Fulu.
Kuphallus. Heilige Schwengel. Muss ich mal eben gucken hier. Beweise. Was hatten wir denn? Irgendwas hatten wir. Wir hatten, Moment, Geisterbox. Geisterbox. Aber auch ein Thermopeter dabei. Die Frage ist, gibt es jetzt irgendwie einen Geist? Hat er gerade gesagt? Ich soll rausgehen jetzt. Wow, und jetzt wirft er wieder mit Sachen. Aber immer nur, wenn man alleine ist, dreht er da drin irgendwie durch. Ja, ne? Ich habe jetzt hier so ein Provokationsstäbchen dabei. So ein Provokationspflaster. Zünden wir mal so ein Ding an und gucken mal, was passiert. Let's go. Manifest. Manifest. Auch da nichts. Oh, gemalt. Oh, Blitzmalen. Eine Blitzstaffelei, du. Manifest. Nur 4. Oh, es ist nicht wirklich kalt. Staffelei. Vielleicht versteckt er auch hier irgendwo einen Plasmaspritzer wieder, den man nicht sieht. Kann ja auch immer sein, ne? Ja, wir sind auf jeden Fall immer bei 5 Grad. Ah, so einen alten Furlong zu verbrennen hilft halt, ne? Edward. Edward Furlong? Aber ich weiß nicht. Nee. Edward Furlong, der hat ziemlich langen Pelz. Sehr lang. Very long Pelz. Ah, da ist so ein falscher Fünfer, den er nicht zeigt, ne? Das ist so ein... Aber wir haben keine Dings, keine Videokamera dabei, falls es ein Shade ist, der sein EMF-Ding nur zeigt auf Kamera, ne? Gibt's sowas? Hatten wir das nicht auch? Doch, es gab doch einen Geist, der hat der hat sein Ding da irgendwie nur gezeigt auf Kamera. Ja, der Scheißshade, ne? Weiß nicht, ob es ein Scheißshade war. Shades sind als Geist bekannt, die überempfindlich auf Licht reagieren. Sie möchten es nicht in helle erleuchtete Umgebung aufzuhalten. Was? Aufzuhalten? Ah. Weise. Haben wir noch eine Tai und einen Yokai? Was macht ein Yokai? Der huntet zu gewissen Uhrzeiten. Ja, aber. Oh, da war. Da war er. Ja, da geht T-Pose. Was ist das ESG? Das ist Iblis schon wieder. Das ist schon wieder Iblis. Da müssen wir die Iris mal schnappen jetzt, ne? Die alte Iris. Iris Berber, oder? Ah, hier! Hat mir direkt so ein Berber-Biber ins Gesicht geworfen. Halt ein Iris-Biber. Ist im Keller irgendwo noch ein Geisterbubbel? Iris-Biber-Bär. Auf jeden Fall Orbs catch. Hier war einer, aber. Wie catcht man die? Hab ihn mit E-Spam. Ich krieg die nie gecatcht, die fliegen immer an mir vorbei. Oh, hier liegt was auf dem Boden, Waffenteil. Oh, müssen wir wieder die Waffenteile und dann die Werkbank finden oder so, ne? Ja, die Werkbank ist direkt, glaube ich, hier oben. Bubbel? So, es fehlt noch irgendwas. Ja gut, wir haben die Bubbel. Dann müssen wir wahrscheinlich Waffenteile bauen und hier liegt eins. Soll ich das mitnehmen? Ja, ja klar. Ah ne, hier können wir die bauen, an der Theke, ne? Auf der Theke kann man die zusammensetzen, oder? Ja, ich glaube ja. Zombie-Mode-mäßig. Das die alte Berber-Flinte zusammensetzen. Die alte Gat. Die alte Getty. Die alte Betty Getty. Betty Gettys altes Berberschmalz.
wo ist das? Geisterorb haben wir, ne? Ah, es fehlen noch zwei Waffenteile. Wo bist du gerade? Ja. Ich bin draußen und guck gerade. Ich finde die Waffenteile, Geisterkugeln haben wir, führe das ein Ritual auf dem Pentagramm durch. Was? Was ist denn ein Pentagramm? Boah, aber ich muss Pillen nehmen. Ich habe nur noch 58, weil die alte Betty mir ins Ohr gehaucht hat. Bums, Betty? Ja, mit ihrem alten Berberbusch. Gerber Betty? Die alte gegerbte, die sonnengegerbte Betty? Sonnengegerbt vom Campingplatz, so richtig orange. Die ledrige Lotti? Dauercamper mit ausgebautem Vorzelt. Oh, ich hab's Pentagramm gefunden. Ja, da müssen wir ein Ritual drauf durchführen. Was muss man denn da nochmal machen? Wie läuft das nochmal ab? Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Haben wir alle Waffenteile? Nee. Die müssen wir auch noch finden. Wow! Alter, wie er schreit hier. Es tickert halt immer mehr. Es fängt immer mehr an zu tickern. Achso, ich glaube, nee, du musst einfach nur so lange stehen, bis es fertig getickert ist, ne? Hoffentlich, sonst bin ich jetzt gleich tot. Fehlt noch ein Waffenteil. Ich glaube, das war's, oder? Ich habe ein Geräusch gehört. Ja. Klang wie so ein altes Ritual, ein durchgeführtes. Ganz typischer Klang, ne? So ein typisches Ritualgeräusch, ne? Das ist ganz markant. Ich glaube, gestern Abend habe ich in der Nachbarschaft ein Ritual gehört. Ja, ich glaube auch. Es war so dieses Schmatzen und Klicken. Das ist typische Klackern, wenn man mit Satan ins Bett steigt. Oh Gott! Berberbelti hat mich eben gerade berührt. Boah. Waffenteil hast du aber... Wow, ey, Alter, was ist denn jetzt los? Nee, ein Waffenteil habe ich nicht gefunden. Die Sau, keins. Es war nicht Teil des Rituals, ins Pentagramm rein zu urinieren. Ne? So, das ich dachte, das muss man machen, um irgendwie Satan zu erfreuen. Steht doch auf Pipi und Kaka und sowas. Nee. Es fehlt wieder ein Waffenteil oder was auf ewig. Ich habe gehört, der braucht dringend einen Eiskugelportionierer, weil in der Hölle Eis essen ist generell schon schwierig. Und wenn du dann mal eins kriegst, alle paar tausend Jahre, wenn mal einer eins mit runterbringt, weil man als Verkäufer stirbt. Jeder weiß, dass sie eigentlich ewig leben. Das stimmt sogar wirklich. Eisverkäufer leben de facto ewig. Die werden sehr, sehr alt. Jetzt wird es irgendwie dunkel hier, ne? Meine Lampe war irgendwie... Stimmt, Licht mag er nicht, ne? Naja, mag kein Licht, glaube ich, oder? Ach, ah, nee, das war der andere. Hä? Es ist ein Waffenteil fehlt. Wie immer. Und dann ist es wieder so eine ewig lange Geschichte, das Ding zu finden. I remember when I lost my mind. Jetzt ist das Video, wo die Frau das mit so einer Karaoke-Maschine singt und dann so ins Mikrofon furzt. I think you're crazy. Ich habe letztens auch gelernt hier, Hock. Tour ist jetzt out, jetzt fährt man Mississippi Motorboat, macht man jetzt. Mississippi Motorboat. Ist noch ein feuchter Brite in? Ach komm, Waffenteil. Warte mal, hier ist noch ein Raum, geht der auf? Ja! Der geht sogar auf. Oh, da ist ein Waffenteil drin. Weiß ich noch nicht. Boah, hier ist viel Zeug. Muss ja, weil hier ist ja gar nichts. Direkt, ne, ich sehe aber nichts. Also ich sehe nichts blinken oder so. Normalerweise blinkt es ja so ein bisschen, das Waffenteil. Ja. Also hier nicht. Och, das ist immer so ätzend, diese blöden Teile finden. Ja. Wer kommt eigentlich auf die Idee, dass man sagt, oh geil, Teile finden? Ja, das macht, das macht mal Spaß. Ne, hier liegen nur Tarots liegen hier noch rum.
Schöne Taratz. Ah, hier, es liegt hier, oder? Nee, ach nee, das ist... Doch, und dein EMF liegt da drauf. Ah, echt? Ja. Wow. Naja, ist ja dann quasi im EMF gespawnt. War eher nichts für. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis er kommt, ne? Ja, hast du eine Waffe? Ich hier. Kann jeder eine nehmen? Nee, leider nicht. Jetzt müssen wir noch provozieren bei denen dann. Guck mal, hier ist auch ein R. R-ro. Rar. Das ist irgendein russisches Wort, ne? Arr. Rar, ar, rr. Arr-kock. R. Oh, es wird provoziert. Er hat die Tür zugemacht, ja. Deine frevliche Version eines Piraten. Damit hast du seinen Piratenethos irgendwie beleidigt. Ja, du musst ihn jetzt abknallen. Ist die Gat gestopft? Hoffe. Bam! Das ist so ein kleiner Gnom. Zack, das ist so ein kleiner Globuli-Anhänger. Ja, ein kleiner Globuli-Freund. Ich glaube schon. Einmal salzen, oder nicht? Oder am Ende muss es dreimal gewesen sein. Also dreimal. So ein Globuli-Vertreter war das aus den frühen 2000ern. Sagt jetzt, wir dürfen bald nicht mehr Apotheke, weil eigentlich verkaufen wir nur Zucker, den wir auf den Tisch geschlagen haben. Abgeschlossen, ja. Ich hab den voll in die Fresse gegeben. Dem Salzhändler. Dem alten Salz. Ups, nochmal das Auto gesalzt. Ja, aber es gab 80 Salz, ne? Ich glaube schon ordentlich. Ja. Boah, dann bin ich auch Level 13 geworden. So Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss.